Oh mein Gott. Das sind alles tote Menschen. Okay, wir müssen weiter, da komme ich nicht durch. Ach da. Ah, ich glaube, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Okay. Och nee. Oh, ich glaube, dafür hatte Gronkh so lange gebraucht. Oder war das nicht? Achso, das ist noch gar nicht. Ich muss einfach nur das Wasser richtig einstellen, oder? Aber da komme ich doch nie hoch. Mir fehlt eine Kiste dafür oder sowas. Oh, mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Kiste. War hier irgendwo eine Kiste? Menschen. Gronkh brauchte bei einigen Spielen sehr lange. Dich nehme ich. Ich bin ein bisschen müde. Wir neigen uns dem Ende zu. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Wir haben es ja auch schon 1.08 Uhr. Er nimmt die Menschen mit. Ich habe auch nicht, also klar, die Menschen sind manipuliert vom Gehirn her, aber ich habe auch nicht so wirklich eine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. Was passiert mit denen, wenn die weggebracht werden? Also so wie jetzt gerade. Also ich habe das Gefühl, die werden halt wie Arbeiter benutzt. So müsste ich da doch eigentlich rankommen, oder nicht? Und weswegen machen die Leute das? Um gehirnlose Arbeiter zu haben, die alles machen, was die wollen?
Hier sind wieder Menschen. Die werden halt teilweise hier aufgehangen, aber warum? Schon alleine, wie hält dieses Wasser da oben? Wie? Ich glaube, der kleine Junge kann so langsam nicht mehr. Soll ich jetzt... Oh. I understand. Komme ich da jetzt wieder hoch? Friends! Ich habe wieder Freunde. Sie können mich da hochwerfen. Die haben ja teilweise keinen Kopf. Cheerleading, Leute. Und hopp. Ach, jetzt habe ich kapiert. Wir müssen erst das Wasser wieder runterkriegen, dass die mich dann ins Wasser werfen können und ich dann den Knopf im Fallen drücken kann. Ew! Das ist ein Bein. Mmh. Yummy. So Leute, dann hier hoch und hopp. Kommt mit mir. Das ist schon ein bisschen strange. Und hier jetzt hoch, Leute. Das schafft ihr. Und hoch. Kommt mit, ihr müsst mich auffangen. Wein lecker. So. Genau hier. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Alter. Ich wollte mir das mit dem Alter eigentlich wieder abgewöhnen. Hat gut funktioniert. Sie kommen mit. Da sind noch mehr. Da ist einer, der putzt. Ich glaube, die benutzen die tatsächlich einfach nur als Arbeiter, damit die sowas nicht selber machen müssen. Okay, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Und hopp. Oh no. Sorry. Wollte ich nicht. Muss ich auch darunter?
Nee, die leben noch. Ich muss sie da, glaube ich, irgendwie runterkriegen. Ich muss sie da runterkriegen, damit die mich da hochwerfen können. Oder kriege ich... Okay. Ich muss irgendwas. Ach, oder war hier irgendwo ein Loch in der Decke oder so? Ach. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, da kann ich nicht. Nee, da passiert nichts. Dann muss ich sie einfach mit runternehmen. Kommt, meine Freunde. Wir fahren nach unten. Dann müssen Sie mir nur helfen, die Tür aufzumachen. Haben die überhaupt noch alle Arme? Tschüss, Leute. Keine Arme, keine Kekse. Ich glaube tatsächlich, ich kann hier gar nicht großartig falsch laufen bei dem Spiel. Der Spielsound ist, glaube ich, gerade wieder ein bisschen zu laut. Es tut mir leid, aber ich möchte nicht die ganze Zeit hin und her stellen. Was passiert hier? Fällt das auf, wenn ich da gucken gehe? Ich glaube, das fällt auf, oder? Ich sehe nichts. Ich sehe leider nichts. Aber irgendwas ist da, was die Erwachsenen so interessant finden. Daran springen? Ja. Ich dachte gerade, hä? Ich komme hier doch gar nicht weiter.
Okay, da ist irgendwas in diesem Tank drin, was die angucken. Ich weiß gerade nicht mehr genau, warum. Wie gesagt, ich habe es ja bei Gronkh gesehen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was da nochmal drin war. Aber ich glaube, wir erfahren es gleich. Ist auf alle Fälle auffällig, dass sich keiner mehr für uns interessiert, was wir hier gerade so treiben. Weil die uns vorher ja noch alle umbringen wollten. Was ist das? Okay, ich muss da runter. Denke ich mal. Das scheint auf alle Fälle ein riesiger Tank zu sein. Ja, wir erfahren gleich, was da drin ist. Ja, ich weiß. Ich dachte mir das zumindest. Und ich glaube, gleich wird es nochmal einen Ticken stranger, als es eh schon ist. Das sieht so aus, als müsste ich mich da gleich festhalten. Ach, ich muss da durchschwimmen. Oder auch nicht. Wie kriege ich das nochmal hin? Das schaffe ich definitiv nicht. Das heißt, ich muss mir irgendwie helfen. Aber wie? Ach, ich glaube, ich weiß wie. Einfach den Hebel wieder umlegen. Probieren wir es mal. Nee, das ist zu stark. Ist doch nichts, was mir helfen könnte. Wait. Kann ich hier noch irgendwo dran ziehen? Braucht er die Strömung lange, um anzugehen?
schwupp.